So, liebe Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. Lustiger Funfact, mein Internet ist schon wieder down. Ich weiß nicht warum, aber es ist schon wieder. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Typ hatte. War es eine Pflanze auch? Ich glaube, es war auch eine Pflanze. Ja, ich weiß nicht warum, aber mein Internet ist wieder down. Dementsprechend kamen die Videos, die heute Zeitpunkt der Aufnahme kommen sollten, alle ein bisschen später. Auch sehr effektiv. Ist halt ein bisschen doof. Aber so ist es halt. Lässt sich jetzt leider von meiner Seite aus überhaupt nicht ändern. Tut mir halt auch ein bisschen leid, aber was soll ich tun? Bis das Internet wieder da ist, geht nichts. Entsprechend kann ich jetzt nur darauf warten, dass es wieder da ist und ein bisschen Pokémon aufnehmen. Ich meine, dann gibt es da immerhin keine Ausfälle. Muss ja auch fertig werden. Steinknochen erhöht, glaube ich, Bodenattack. Auch nicht schlecht. Ach, du bist nur ein Mechike. Ja. Nein. Okay, so kommen wir da nicht hoch. Wo ging's denn hier nochmal nach? Langsam reicht's mir mit dir. Keinen Bock auf dich. Muss ich da hinten rum, ha? Um nach oben zu kommen. Was warst du gerade? Ach, du warst 2-1. Okay. Stimmt, ich kann ja noch nicht schwimmen. So, hier war der Fluss, aber ich bin doch da letztes Mal irgendwie hochgekommen. Erzählt mir nichts, ich komme hier lang. So, und dann bin ich hier, genau, hier bin ich lang gelaufen. Ich hätte wahrscheinlich den anderen Weg laufen sollen, aber ich wollte mich hier ja noch ein bisschen umgucken. So, auf den Dingern war ich schon. Aber hier gibt es so schön viele Bergpfade, die ich mir noch gar nicht angeguckt habe. Also hier ging es, glaube ich, nach Boladin, ne? Hier sehen wir uns zuerst um. Ob ich auf dem oben war, weiß ich noch gar nicht. Da weiß ich nicht mehr. Jetzt ein paar Tage her, dass ich das aufgenommen habe. Ja. Ah, aber das Ding ist wieder da. Oh, 5 Gierspenstmünzen. Das ist eine Menge. Also im Verhältnis, was ist das da hinten? Und warum habe ich mir das noch nicht angeguckt? Rollende Felsen, okay. Bin ich jetzt bei Takeshis Castle gelandet, oder? Wirkt ein bisschen so. Ah, hier ist der Herrscher ganz oben. Der ist auf der Minimap. Ja, dann. Was sind das für... Ist das eine Falle, oder? Nee. Ich finde es auch schön, dass ich denke, es könnte eine Falle sein und erstmal reinrenne. Oh, sag mir nicht, ich muss schwimmen können, um da dran zu kommen. Oh. Bist du ein Zwaroness? Eine Lokalform?
Adebom. Okay, das ist so ein Storch. Aber der ist natürlich jetzt für unseren Typ nicht geeignet. Facehugger zurück. Mario, kümmere dich drum. Ist aber ein cooler Vogel. Kannst du mir jetzt gar nichts. Das wird schon. Ja, hier. Hau ab. Macht's ab. Okay. Lieg halt gegen die Wand und hau die Wand an. Okay. Ja, der frisst jetzt und wird stärker, damit wir dann kämpfen können. Das Herrscher-Pokémon Adebom frisst was. Adebom. Wolf, du hast es also bis zum Herrscher-Pokémon geschafft. Da ist er, der Herrscher des weiten Himmels. Hat er etwa die Felsen runtergeworfen? Gut, dass du ihn abgelenkt hast, so habe ich es ohne Beulen am Kopf hergeschafft. Sieht so aus, als ob er sich etwas mehr Kraft verschafft, fast wie eine geheime Esskraft. Los, Wolf, wir müssen alle Register ziehen. Oh, direkt. Darf ich dann... Nee, ich darf nicht Mario behalten. Das ist schlecht. Nee, ich muss auf Mario wieder wechseln. Wer andere mit Steinen bewirft, muss sich eine salzige Niederlage schmecken lassen. Facehugger, komm zurück. Oh, er hat auch Mario, aber er hat Mario in der Kleinform. Ich zeig dir mal, wie dein Pokémon später mal aussehen kann. Ja, das zieht, hä? Ist herabgestürzt, ja. Jetzt würden, glaube ich, Bodenattacken funktionieren, aber für sowas kristallisieren wir natürlich. Los, Steinhagel. Wems. Ganz schön, wie gerade der Mond zurück ins Feld geflogen kam. Du siegst das Herrscher-Pokémon. Ja. Es gibt kaum Erfahrungspunkte. Das hatte wohl nicht so ein hohes Level. Das waren wir wohl überlevelt. Oh, das war spitze, Wolf. Jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, dass uns ein paar Felsen auf den Kopf fallen, oder? Wir finden da drin doch bestimmt noch mehr von dem Geheimgewürz, das das Herrscher-Pokémon vorhin runtergeschlungen hat. Machen wir uns schleunigst auf die Suche, bevor es zurückkommt. Bestimmt finden wir auch hier. Ah. Tatsache, ein Geheimgewürz habe ich dich. Ihr findet einen Stängel bitteres Geheimgewürz. Unsere Gewürzsuche war auch dieses Mal ein voller Erfolg. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Bitteres Geheimgewürz hilft dabei, das Blut besser zirkulieren zu lassen. Außerdem wärmt es den Körper und stärkt das Immunsystem. Damit wird das Mastifisio gleich besser gehen. Dann mache ich mich mal daran, was Leckeres daraus zuzubereiten. Kann damit mein Pokémon endlich schwimmen? Ja, und das hierzu und dann das dazu. Sorry, dass du warten musstest. Wie die letzten Male gibt's auch wieder ein Sandwich à la Pepper. Dazu bekommst du natürlich auch einen weiteren Herrscherorden. Den kannst du in der Pokémon-Liga nicht gebrauchen, aber du nimmst ihn trotzdem an, ja?
Sieht nicht ganz so lecker aus. Ja, ich habe auch wieder eins für dich gemacht. Möchtest du Kareido dein Sandwich geben? Na gut. Hier. Komm raus, Mastifist, ich habe was für dich. Ich kann mir den Namen nicht merken, ich weiß nicht warum. So ist gut, mach schön langsam. Er schlingt's einfach runter. Raidon hat die Technik Wellenreiten erlernt. Kannst du nicht wenigstens ein bisschen genießen? Ihm scheint es irgendwie auch immerhin besser zu gehen, oder? Ah, richtig. Schau dir das mal an, Wolf. Bisher war bei jedem Geheimgewürz ein Herrscher-Pokémon in der Nähe, stimmt's? Hier im Buch steht, dass sie wegen irgendwelchen Substanzen in den Gewürzen so riesig und so stark geworden sind. Vielleicht ist diese Höhle ja wie ein Kühlschrank, wo das Herrscher-Pokémon sein Futter lagert. Oh, hast du aufgegessen, Mastifisio? Maus. Hast du gerade... Was? Das gerade... Wolf, hast du es auch gehört, oder? Das war Mastifisios Stimme. Ja. Ja, oder? Das habe ich mir nicht eingebildet. Da, schon wieder. Also habe ich mich doch nicht verhört. Mastifisio, du kleiner Racker. Ach, wann habe ich das letzte Mal deine Stimme gehört? Mastifisio geht es immer und immer besser. Seit ich dich getroffen habe, passieren ständig tolle Sachen. Jetzt fehlen noch zwei Geheimgewürze. Lass uns das gemeinsam zu Ende bringen, ja? Oh. Hallo Wolf, hier spricht Antiqua. Raidon scheint erneut einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wieder erlangt zu haben. Offenbar kann es jetzt mit dir auch über Wellen reiten. Raidon kann sich nun auf Wasseroberflächen fortbewegen. Während des Wellenreitens kannst du weiterhin mit dem springen. Drücke B. Ich vertraue darauf, dass du dich auch weiterhin gut um Raidon kümmerst. Perfekt. Das heißt, jetzt komme ich hier im See an das Zeug dran. Und hier geht es auch nicht weiter nach oben. Das heißt, hier wäre so oder so eine Sackgasse. Jetzt ungern auf einem Enthorn landen. Kämme ich da bis rüber? Nee. Aber ich kann schwimmen, Leute. Ich kann schwimmen. Windschnitt. Alles klar. Ja, das ist ja, was ich wollte. Ich wollte schwimmen können. Dass, wenn ich ins Wasser falle, er nicht immer sagt, das kannst du nicht. Irgendwie hast du es zurück an Land geschafft. Nee, jetzt sage ich einfach, ja, habe ich. Kann ich. Alles. Okay. Da ist dieser große Wüstenbereich und da ist auch wieder ein Herrscher-Pokémon. Da ist die Pokémon-Liga. Eigentlich wäre es clever, wenn ich vielleicht hier in die Richtung erstmal gehe. Oder ich gehe halt erst in die Wüste. Und mache dann hier einen Zwischenhalt. Ich würde mich auch gerne um die Arena kümmern, aber die wirkte ja noch ein bisschen zu stark. Die waren ja über Level 40, die Pokémon. Ja, mit der will ich mich nicht anlegen gerade. Habe ich nicht so Bock drauf. Ist das ein Magpi? Nee, das ist es nicht. Kleine Minze. Streumünze. Minze. Das hier, ja gut, das ist auf so einem niedrigen Level, das kann man einfach umhauen.
Frag mich echt, ob Facehugger eine Entwicklung hat. Geh mal hier runter. Muss halt sagen, die Orientierung habe ich schon sehr lange verloren. Hochlebe der Typ Kampf, mit dem kämpfe ich. Für einen Schwarzgurt wie mich gibt es nur den Typ Kampf. Das ist schön für dich. Also eigentlich nicht, weil mein Typ ist nicht Kampf, mein Typ ist Geist. Und dein Medita ist auch nicht sonderlich stark. Muss mir mal nach dem Part was zu trinken holen. Ich habe nichts mehr neben mir stehen. Ich habe ein wenig Durst. Ich habe auch ein wenig Hunger. Ich glaube, mit dem Essen warte ich noch ein bisschen. Bis mein Internet wieder geht. Kennt ihr das? Ich bin so eine Person, die beim Essen immer irgendwas angucken muss. Also Grüße gehen raus an die Leute, die jetzt gerade essen. Ich gucke mir tatsächlich unheimlich gerne irgendwelche Sachen beim Essen an. Das nenne ich mal einen erbitterten Kampf. Ich nicht. Ist tatsächlich so. Das habe ich sehr, sehr gerne. Einfach, weil ich es angenehm finde. So ein bisschen Unterhaltung beim Essen. Führt dann manchmal dazu, dass wenn ich noch nichts zu essen gefunden habe, noch nichts zu gucken gefunden habe, mein Essen so langsam ein bisschen kalt wird. Lass es nicht ganz so kalt werden, aber so ein bisschen passiert. Manchmal, nicht immer. Eher selten. Weil ich meistens schon vor dem Essen halt mir angucke, raussuche, was ich halt gern gucken möchte. Meistens dann halt irgendein YouTube-Video oder sowas. Oder irgendein Anime. Das Vieh ist riesig. Das ist unser nächstes Herrscher-Pokémon, oder? Das ist echt gigantisch. Da fällt mir auch ein, ich habe den Storch gar nicht gekriegt. Die anderen Herrscher-Pokémon habe ich gefangen. Da muss ich vielleicht nochmal in das Gebirge rein. Oder ich muss eine Fähigkeit kriegen, mit der ich fliegen kann. Habe ich gerade in den Himmel geguckt. Also hier ist auf jeden Fall unser nächstes Ziel. Krieg's nicht hin, da drüber zu springen. Aber da ich heute ja offenbar ein bisschen Zeit habe, jetzt, solange das Internet down ist, wird mich zwar ärgern, wenn wir Lost in Play heute Abend nicht streamen könnten. Wo dann auch die Überlegung wäre, ob ich vielleicht einfach nicht zu Hause streame, sondern dann gerade mal in mein Elternhaus fahre, meinen Vater frage, wie es ihm geht. Und dann einfach sage, yo, ich muss streamen. Und mein Internet ist tot. Ah, Fanti, ich mag dich. Ich mag Fanti tatsächlich. Fanti ist ein cooles Pokémon. Ich weiß gar nicht, ob das einen hohen Basiswert hat. Ich glaube, Fanti ist total schlecht. Ich würde hier nachgucken, aber ich habe ja kein Internet. Kann ich auf dem Handy nachgucken. Also Donphan dann, ne? Also hier steht, es ist nicht gut. A reliable tank. Na, das ist doch... Das ist doch nicht schlecht. Was hat's denn für eine Basiswertsumme? Das würde mich mal interessieren. Steht das hier irgendwo? Base Friendship? Ich will die Basiswertsumme. Das würde mich mal interessieren.
Game Data, hier wird es doch dabei sein, oder? Location. Side. Leute, einmal am Handy, ne? Hier. Ja, eine Basiswertsumme von 500 ist okay. Ist jetzt nicht das große Super-Pokémon, aber ist in Ordnung. Kann man was draus machen? Vielleicht mache ich mir irgendwann mal ein Team mit Donphan. So, da vorne geht es dann wieder an ein Team, nehme ich an. Wir sind jetzt doch ein bisschen abgedriftet. Ich nehme an, die Vögel kann man hier hinten irgendwo fangen. Da werde ich dann auf jeden Fall nochmal hingehen. Ist ja kein weiter Weg. Ich habe hier den Schnellreisepunkt. Aber wir können uns jetzt natürlich hier mit der Straße der Sterne nochmal befassen. Und das gerade mal weghauen. Ich würde sagen, ihr lasst mir jetzt aber erstmal ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben, ihr wisst, dann freue ich mich. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Pokémon Karmesin. Bis dann, euer Wolf.